Eine Person in einer Notsituation beschäftigt jetzt Kriminalkommissar Kai-Uwe Kadagis und Kriminaloberkommissar Dirk Ahrens. Fahr mal zurück, ich glaube, da hängt einer. Da soll einer hängen. Ja, geht doch mal. Ja. Ich geh mal hin. Ich fahr dann mal hier rechts. Ja, fahr du mal rechts rein. Ach du Scheiße. Pass mal auf. Da liegt noch eine Frau. Ruf mal einen RTW. Ich hole RTW, ja. Ich park gerade. Kai-Uwe Kadagis hat erkannt, dass an dem Haus kein Mensch, sondern nur eine Puppe hängt. Er konzentriert sich deshalb auf die Verletzte. Hier ist die Polizei. Hallo, nicht erschrecken. Die Polizei ist da. Hallo? Ja. Können Sie mich hören? Was ist denn passiert? Na, dann wollte ich eigentlich von Ihnen erfahren, weil wir haben Sie hier so gefunden. Was ist denn passiert? Können Sie sich an irgendwas erinnern? Ich bin einfach umgefallen. Da hängt ein toter Mann im Fenster und dann von da an weiß ich nichts mehr. Können Sie mir ganz kurz sagen, wie Sie heißen? Wilke. Die Hausbesitzerin wird offenbar schon länger wegen ihres Hauses schikaniert. So schlimm wie heute war es aber noch nie. Ich wollte ins Haus und dann habe ich den Toten da gesehen. Und dann der eine Puppe ist ganz ruhig. Wer sind Sie? Hallo. Das ist meine Mutter. Ja, lassen Sie erst mal. Kommen Sie mal kurz rüber. Wer sind Sie denn? Pass auf. Wir sind von der Kriminalpolizei. Okay. Zunächst kam natürlich erstmal der Sohn mit seiner Lebensgefährtin, die ziemlich aufgeregt waren. Dann kam aber noch jemand. Stellte sich raus, dass es auch ein Sohn der geschädigten Frau war. Sie erzählte mir, dass sie seit langer Zeit dort alleine lebt, weil ihr Mann gestorben ist. Aber nun hatten wir natürlich alle Mitglieder der noch verbliebenen Familie vor Ort. Das machte uns die Arbeit relativ leicht. Sie ist wohl aus dem Haus, hat dann die Puppe gesehen und ist dann bewusstlos geworden, oder? Beziehungsweise ohnmächtig geworden, ist dann vermutlich mit der auf die Steinumrandung vom Beet gefallen. Ja. Wer macht sowas? Ich meine, ja, wir wissen, das ist Kai. Wieder. Ist das vielleicht hier? Kai? Das trägt die Handschrift vom Pol wieder. Ja, warte mal. Können wir mal gucken, was auf dem Zettel steht, ob da irgendwas draufsteht? Ja, aber sie hat mal ganz kurz, nur für dich mal zur Info. Sie hat also erzählt, es gibt hier irgendeinen Kaufinteressenten, irgendeinen Immobilienmakler, der hat wohl auch eine ganze Menge Kohle dafür geboten, aber sie will das Haus nicht verkaufen, weil sie halt schon so lange Jahre mit ihrem Mann hier wohnt. Ja, der Immobilienhai hier. Okay. Ich gehe mir das mal kurz angucken. Ich bin gleich wieder da. Wir wollen das Haus kaufen. Der Makler will sich offenbar nicht mit dem Nein zum Verkauf abfinden. Um die Witwe zu einem Umdenken zu bewegen, hat er sie in der Vergangenheit immer wieder drangsaliert. Also ich habe ihn einmal angerufen, weil er hat, auf einmal hat sie angerufen, da wäre eine Stinkbombe in der Wohnung. Kackerlein hat er reingeschüttet, Telefonterror in der Nacht, der will sie da wirklich raus haben, er will das Haus kaufen um jeden Preis, hier ist irgendwas mit dem Einkaufszentrum, was auch immer hier hin will. Hatten Sie das bei der Polizei schon mal angezeigt? Ja. Im Moment deutet alles auf den Makler als Täter hin. Die Beamten wollen deshalb die Puppe auf Spuren untersuchen, doch zuvor fällt dem Opfer etwas Merkwürdiges an der Türe auf. Da war doch einer drin, da sind noch Kratzer hier. In der Tür sind Kratzer? Ja, da sind noch Kratzer hier in der Tür. Und hier, überall. Okay. Da war einer. Dann bleiben wir mal. Wir gucken nur bleiben mal ins Flur. Bleiben Sie mal hinter mir, bitte. Ja? Gehst du rein? Ja, wir gucken mal ganz kurz. Da war doch einer drin in dem Haus. Hallo, die Polizei. Hallo? Ist da irgendjemand? Ne, hier ist nichts. Wo geht's denn da oben hin, Frau Wilken? Gehen Sie mal vor. Die Kripo-Kommissare können bei ihrer Suche keine Personen ausmachen. Doch beim Blick auf die Befestigung der Puppe ist klar, der Täter muss in dem Haus gewesen sein. Ist die Puppe von innen dran? Oder die was? Ist von innen dran. Guck mal, die haben irgendwelche Haken hier. Die ist hier noch festgemacht. Was ist das von Ihnen hier? Ja, das ist... Das ist eine Wäscheschnur. Ich habe noch vor kurzem hier vorne im Angebot so eine ganze Rolle. Ich am besten auf Boden. Ich lebe Wäscheleine mitgenommen. Ja. Das ist sie doch. Lassen wir mit den Spuren. Wir gucken mal. Ja. So. Da ist der Zettel, oder was? Und dann hat er auch noch den. Ja. Ja, am ersten Anblick muss man natürlich tatsächlich sagen, dass hier unsere Puppe, die im Fenster hängt, recht realistisch aussieht. Ja, da kann man auch schon mal einen Schock bekommen, wenn die da so hängt. Kai hatte ja die Puppe dann auch reingezogen und hatte diesen Zettel auf der Brust festgestellt, wo dann drin stand, verkauf mir endlich dein Haus. Der Zettel wurde nach den Spuren schon sichergestellt. Wir werden jetzt auch die Puppe natürlich auch mit auf die Dienststelle nehmen und im Hinblick auf mögliche DNA-Spuren mal durch die Spusi untersuchen lassen. Vielleicht wäre es doch eine ganz gute Idee. Ich meine, guck mal, du bist hier ganz alleine in dem ganzen Haus. Das ist der hier passiert. Ja, also ich sag mal, spricht ja schon vieles dafür. Verkauft. Passt zu seinem Stil. Ja. Das ist die Art. Das Haus dort. Also ich könnte mir vorstellen, das ist auch ein Zeichen oder so. Weißt du, weil ich muss auch mal. Ja, ein Zeichen ist es auf jeden Fall. Komm, Bert, ich meine, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt. Also ich will ja auch nichts einreden. Es geht einfach nur ums Prinzip. Ich meine, es ist so schlimm. Ich will
nicht. Das ist eine Schramme, es blutet. Um zu ermitteln, wie der Täter in das Haus gelangt ist, schauen sich die Beamten die Spuren an der Haustüre genauer an. Das ist doch nicht, das ist doch gefaked. Das ist doch nicht echt. Das hat irgendeiner nachträglich gemacht. Schon der erste Eindruck von diesen Spuren an der Tür, der sagte uns eben, dass hier irgendwas nicht so ganz richtig sein konnte. Es stellte sich bei genauerer Untersuchung aus, dass das keine Einbruchspuren gewesen sein können, die zum Öffnen dieser Tür geführt haben. Also das musste gefaked gewesen sein, aber niemals hätte man auf diese Art und Weise die Tür öffnen können. 3217 für Egon kommen. Ich meine, ich habe sie gefunden. Ja, aber ja. Erna, hast du nicht gesagt, dass 3217 hört? Schau mal, ist das die? Habt ihr Lager? Ja, du hast doch gesagt, die war. Warte, ich komm gleich mal. Die Beamten lassen das Schloss von ihren Kollegen der Spurensicherung genauer untersuchen. Sie selber wollen derweil auf der Wache den verdächtigen Makler vernehmen. Wären Sie so nett, mal auf die Dienststelle zu kommen auch? Ja, dass wir das nochmal kurz zu Papier bringen, das Ganze? Ja. Ich habe eigentlich noch einen Termin. Können wir nicht gleich hier die Aussage machen? Muss ich extra jetzt mitkommen? Wir haben ja, was soll ich jetzt hier aufschreiben? Es wäre nett, wenn wir die Vernehmung ganz normal drin machen würden im Büro. Ja. Die Ermittler wollen klären, ob der Makler die Puppe an die Hauswand gehängt hat. Während die Figur auf Spuren untersucht wird, konfrontieren die Polizisten den Verdächtigen mit dem Tatvorwurf. Doch der weist den weit von sich. Wir gehen jetzt mal hoch. Kohle, da ist er ja. Habe ich Ihnen die Zeitverschwendung jetzt? Guck dir das mal an, hey. Das ist kein Spaß mehr. Ihnen habe ich hier die Zeitverschwendung zu verdanken. Zeitverschwendung. Bleiben Sie kurz. Klar ist natürlich, dass die Familie nicht gut zu sprechen ist auf diesen Immobilienmakler, der ja schon mehrfach versucht hat, dieses Haus käuflich zu erwerben. Und jetzt wurde auch noch die Mutter verletzt und es stand im Raum, dass er dafür verantwortlich ist. Deswegen haben sie natürlich nicht unbedingt begeistert reagiert, als sie ihn gesehen haben. Hier sind schon 2, 3 Fälle drin, ja, wo Sie als Tatverdächtiger aufgeführt sind. Ja. Sie machen hier einen relativ lässigen Eindruck. Und ja, bin ich auch. Schauen Sie, ich habe mit den ganzen Sachen überhaupt nichts zu tun. Die vorherigen Attacken auf die Witwe wurden von Handlangern des Maklers verübt. Doch der Verdächtige streitet ab, die Täter beauftragt zu haben. Die Beamten zweifeln an der Aussage. Dann zahle ich dieses lächerliche Bußgeld. Ja, das ist mir wurscht. Verstehen Sie? Was denn für ein lächerliches Bußgeld? Für die 2 Straftaten. Die geben Sie jetzt hier zu oder was? Dann schauen Sie, damals ich schaue und höre zu. Schauen Sie, unterbrechen Sie mich doch bitte nicht immer. Damals, als ich an dem Grundstück überhaupt noch interessiert war, ja, das ist aber auch vorbei. Ja, das ist jetzt ein paar Wochen her. Als ich an dem Grundstück noch interessiert war, da hätte das alles für mich Sinn ergeben. Ich habe mit dieser lächerlichen Puppe nichts zu tun. Und jetzt noch mal zum ganz langsamen Mitschreiben. An diesem Grundstück habe ich überhaupt kein Interesse mehr. Dieses ganze Kaufhausprojekt, was wir geplant haben, das findet jetzt in einem ganz anderen Stadtteil statt. Ja? Haben Sie irgendwelche Pläne davon? Vermutlich schon. Ja, da können Sie auch gerne in meinem Büro anrufen. Dann fragen Sie meine Sekretärin, die schickt Ihnen gerne ein paar Unterlagen per E-Mail zu. Und dann ist für mich die Sache hier wirklich erledigt. Er kann ja jederzeit davon ausgehen, dass wir die Sekretärin kontaktieren. Also warum erzählt er sowas? Was in mir den Verdacht hochbrachte, dass er vielleicht doch mit der ganzen Sache nichts zu tun hat. Und ich von Anfang an ja sowieso so ein kleines bisschen eine ganz andere Idee hatte. Kai fand tatsächlich das Verhalten im Nachhinein von unserem älteren Bruder recht seltsam. Ja, und dann die gute Idee, muss ich leider Kai zuschreiben, mit dem Verdoppeln des Kaufpreises im Nachhinein eine klasse Idee. Aber er hat uns gegenüber noch mal bekräftigt, um im Prinzip seine Unschuld so ein bisschen zu beteuern und auch seine Reue zu zeigen, dass er früher einen Fehler gemacht hat. Hat er uns gegenüber gesagt, dass er Ihnen auch das Angebot, was er Ihnen letztes Mal gemacht hat, dass er das jetzt verdoppeln würde, um vielleicht der Kaufmann zu machen. Der weiß doch ganz genau, dass er das auch nicht macht. Nein, Bert. Nein. Das ist nur mal ganz kurz jetzt. Er hat das Angebot verdoppelt. Ich meine, nein, was muss so Bilder bleiben. Was ist denn los mit dir? Ich hatte Nein gesagt. Aber ich weiß doch. Nein. Ich meine doch aber nur gut, dass er nicht aufregen. Also, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt. Ich bin nicht auf seiner Seite. Ich meine es nur, aber das Angebot ist gut. Ich meine, vielleicht in der Zukunft musst du doch wirklich mal. Ich meine, musst du auch nicht jünger, Mama. Wir hatten uns vorhin drüber unterhalten. In 20 Jahren können wir nochmal drüber reden, mein lieber Bert. Aber so nicht. Jetzt nicht. Herr Wilke, ganz kurz.
Habst du den Eindruck, dass Sie eigentlich das größte Interesse daran haben, dass Sie das Haus verkaufen? Also, jetzt so kommt es tatsächlich auch den neutralen. Ich muss mir jetzt sowas nicht anhören. Ja? Also, ich habe damit nichts zu tun. Ja, es war eindeutig der. Ich habe einfach mal versucht, vielleicht diese Gier, die in den Menschen steckt, noch mal ein bisschen zu steigern, um dann eine Reaktion hervorzurufen. Und letztendlich hat es ja sogar hingehauen, dass in dem Moment, wo ein Angebot auf dem Tisch lag, was absolut interessant war für denjenigen, der das eigentliche Motiv hatte, der hat dann auch reagiert und alles zugegeben. Sei mir nicht böse, wirklich. Aber ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Restaurant. Und ich habe ganz ehrlich, ich gebe es zu jetzt, ja. Ich wollte dir einen kleinen Schrecken einlangen, weil ich wirklich ganz gehofft habe, dass du das Haus verkaufst. Mann, das Angebot war gut. Du warst das? Mann, ja, es war mir peinlich, Mama. Jetzt sag mal, du hast mich bei der Hunde. Ich wollte das doch nicht. Denkst du, das hat mir doch auch wehgetan, dass du geblutet hast und als ich dich gesehen habe. Es tut mir auch wirklich leid, Mama, ganz ehrlich. Ja, aber warum hast du denn nichts gesagt? Ich sagte doch gerade, es war mir peinlich. Mann. Also, dann lassen wir jetzt nochmal, dann sind Sie in die Wohnung. Das letzte Ding, ja, das mit der Puppe habe ich mir ausgedacht. Das tut mir aber leid. Du welche Leine rausgeholt, haben die Puppe da dran gehängt, haben diesen Mann, cleveren. Das war eine bescheuerte Idee, ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist. Ich habe nicht mehr weitergewusst. Gucken Sie mal, gucken Sie sich mal Ihre Mutter an. Gucken Sie sich mal sicher. Ich habe dieselben Klamotten schon. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Hier wollen wir jetzt mal hoffen, dass das Sprichwort zählt in der Familie: Blut ist dicker als Wasser. Unser Täter muss halt lernen, mit seinen Schulden umzugehen. Er muss dazu stehen. Ist auch in der heutigen Gesellschaft kein Problem, denke ich. Man kann dazu stehen, ja, wir haben ihm auch einen Flyer mitgegeben von der Schuldnerberatung. Die helfen in solchen Fällen, wenn er es akzeptiert. Dann gibt es auch dafür eine Lösung auf jeden Fall. Und ich gehe mal davon aus, dass er hier auf jeden Fall auch straffrei rauskommt. Das war mal eine gelbe Karte. Und ich denke mal, wenn er es annimmt, kann es noch was werden. Lassen Sie ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Ja, bei uns sind Sie aber fertig jetzt, Herr Wege. Der Sohn wird wegen falscher Verdächtigung und versuchter Nötigung angezeigt. Seine Familie hat seine Entschuldigung akzeptiert.